Telefonjoker. Die EU senkt die Handytarife aus dem Ausland und zwar drastisch. Was sagt Telekom-Chef Boris Nemtsov dazu? Erst live im Urlaub oder auf Dienstreise im Ausland, viel telefoniert, erlebt zu Hause dann oft eine böse Überraschung. Nicht selten kommt die Handyrechnung nämlich teurer, als das Flugticket war. Der Grund hat einen englischen Namen und ist für den Normalverbraucher meist völlig undurchsichtig. Die sogenannten Roaming-Gebühren der Handybetreiber. Manchmal über 5 Euro zahlt man da pro Minute für ein Gespräch in manches Ausland. Aber noch diesen Sommer soll es dramatisch billiger werden, zumindest innerhalb der EU. In Brüssel hat man sich heute auf verpflichtende Höchstpreise für Auslandsgespräche geeinigt und die liegen weit unter den bisherigen Gebühren. Abgehoben und bürgerfern. Mit diesem Image kämpft die EU-Kommission in Brüssel. Zu Unrecht sind einige ihrer Mitglieder überzeugt. Zum Beispiel Viviane Reding, die Kommissarin aus Luxemburg, zuständig auch für Telekommunikation. Ihr sind die hohen Gebühren fürs mobile Telefonieren im Ausland ein Dorn im Auge. Die Roaming-Gebühren der österreichischen Mobilfunkbetreiber hat sie schon einmal mit wenig charmanten Worten kommentiert. Es blieb also nichts anderes übrig, als mit der Keule zu kommen. Und ich hoffe, dass daraufhin dann verstanden worden ist, dass es auch in Europa eine Konsumentenschutzpolitik gibt. 3 Milliarden Euro zahlen die EU-Bürger jährlich zu viel an Roaming-Gebühren, rechnet die EU-Kommission vor. Bis Sommer soll eine Obergrenze eingezogen werden und nach wochenlangem Tauziehen zwischen all jenen, die etwas mitzureden haben, konnte der Verhandlungsführer des EU-Parlaments heute den Kompromiss bekannt geben. Das Schöne ist, dass das jetzt mit dem Sommer tatsächlich beginnt und dass wir zusätzlich die Zahlen fixiert haben, gibt den Konsumenten die Garantie, dass er schon im Sommer diese günstige Variante in Anspruch nehmen kann. Die Obergrenze für Auslandsgespräche am Handy wird bei 49 Cent pro Minute eingezogen und schrittweise auf 43 Cent gesenkt. Auch die Gebühren für eingehende Gespräche sollen nach und nach sinken, innerhalb von 3 Jahren auf 19 Cent. Und diese Obergrenze soll automatisch gelten, sollte sich der Konsument nicht innerhalb einer Frist für einen anderen Tarif entscheiden. Die Roaming-Gebühren sind in den vergangenen Monaten zu einem richtigen Politikum geworden in Brüssel. Selbst die Staats- und Regierungschefs haben beim Frühjahrsgipfel niedrigere Tarife bis zum Sommer gefordert. Das dürfte mit der heutigen Einigung im Wesentlichen fix sein, auch wenn der Widerstand einiger Mitgliedstaaten gegen zu niedrige Tarife bis zuletzt groß war. Die Frau Kommissarin scheint ihr Ziel zu erreichen. Noch niedrigere Tarife wären ihr aber noch lieber gewesen. Und bei mir im Studio ist jetzt Boris Nemtsov, Vorstandschef der Telekom Austria, der auch die Mobilcom besitzt, den Handy-Marktführer in Österreich. Guten Abend, danke fürs Kommen. Herr Nemtsov, Sie sind ja eigentlich gut weggekommen bei dieser Regelung, oder? Mit 49 Cent Höchstpreis. Konsumentenschützer in Europa hat nämlich 30 Cent Obergrenze verlangt. Es gab verschiedene Begehrlichkeiten, würde ich sagen. Wir sind offensichtlich der Keule, wie genannt ist, ausgewichen. Aber es geht nicht um die Keule, es geht darum, dass die Konsumenten gute Tarife bekommen. Und in Österreich haben sie sie schon im Inland. Jetzt wird es auch im Ausland angepasst. Aber niemand hätte Sie daran gehindert, das freiwillig zu tun. Das war ja eigentlich das Ansinnen der EU, aber es ist nicht passiert. Warum haben Sie jetzt auf gesetzliche oder vorgeschriebene Höchstpreise gewartet? Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem österreichischen Mobilfunkmarkt und im Ausland. Wir haben in Österreich die niedrigsten Tarife, die beste Qualität und die höchste Penetration, höchste Anzahl Handys. Und auch wir verschenken 1 Million Handys pro Jahr in Österreich. Das heißt, diese Lösung One Size Fits All für alle das Gleiche ist sicher nicht gut für Österreich. Wir werden uns natürlich der Regulierung beugen und das werden wir auch für unsere Konsumenten machen. Allerdings, manches Geld für Investitionen könnte fehlen. Ja, diese niedrigen Tarife im Inland, die Sie wegen dieses scharfen Konkurrenzkampfes ja haben müssen, die haben Sie sich über die Roaming-Gebühren zurückgeholt, oder? Also wenn ich nach Italien telefoniere, kostet das, habe ich gerade irgendwie vorher auf Ihrer Homepage nachgeschaut, je nach Netz 1,20 bis 1,50 die Minute. Und wenn ich in die Türkei, ein sehr beliebtes Urlaubsland der Österreicher, telefoniere, kostet es gleich 4,20. Am besten ist, Sie gehen etwas tiefer in die Internetseite, dann finden Sie den Tarif um 80 Cent auch. Hm. Das heißt, die Unterschiede sind gerade noch halb so teuer, laut EU. Künftig, die 80 Cent sind mit Mehrwertsteuer, das heißt 66 Cent und wir kommen schon in den Vergleich. Wir haben auch viele Tarife, insbesondere für Geschäftskunden, die bereits jetzt um die 40, 45 Cent sind. Das heißt, so groß ist der Unterschied auch nicht, aber ich glaube, es ist sehr gut für alle Österreicher, die im Ausland ihren Urlaub verbringen werden. Gut, jetzt müssen Sie verpflichtend runter bei Gesprächen innerhalb der EU. Wie wird es denn bei Ländern außerhalb der EU sein? Zum Beispiel Tunesien kostet auch 4,20 Euro, wenn ich nach Hause telefoniere, gehört nicht zur EU. Wird das auch billiger?
Na, man weiß ja nie, wohin die EU alles kommen wird. Es kann auch Tunesien einmal dazugehören. Ja, diesen Sommer wohl eher noch nicht. Diesen Sommer noch nicht. Das ist eine gute Frage, weil eigentlich der Vorstoß passiert in einem Markt, Mobilkommunikationsmarkt, wo Europa der Beste der Welt ist. Und es könnte durchaus sein, dass das ein Nachteil im Vergleich zu Amerika, Asien wird, weil es reguliert nur Europa. Wir hoffen, dass wir auch bessere Tarife auch in anderen Ländern anbieten können. Nur das hängt nicht nur von uns ab, weil wir zahlen eigentlich die Leistung des Netzbetreibers im Ausland. Gut, jetzt weiß aber jeder und es ist überall zu lesen, dass die Roaming-Tarife ungefähr 5 bis 6 Mal über den tatsächlichen Kosten liegen, die Sie haben. Es ist schwer, einen Tarif rauszunehmen, eben Roaming-Tarif. Es geht darum, was zahlen Sie am Ende des Monats. Und zahlen am Ende des Monats ist eigentlich die Wahrheit und die ist in Österreich. Wir zahlen die niedrigsten Gebühren in ganz Europa. Wenn Sie diese Inlandstarife jetzt erhöhen, wenn Sie bei den Roaming-Tarifen runtergehen müssen, Sie sind ja, glaube ich, keine karitative Institution und wollen viel, viel Geld verdienen. Machen Sie das künftig über die Inlandstarife? Danke fürs Kompliment, aber wir haben sehr angemessene... Das war jetzt gar kein Kompliment, Sie nehmen es ja den Kunden weg. Nein, wir nehmen es niemandem weg, im Gegenteil, wir geben die beste Qualität für den niedrigsten Preis in Europa. Sie haben recht, Österreich ist ein hochkompetitives Land und die Inlandstarife werden sich nicht ändern. Sie haben auch im letzten Jahr sind sie um 10% gefallen. Das Einzige, wo eine kleine Gefahr besteht, und das ist auch logisch zu erwarten, eben die verschenkten 1 Million Handys pro Jahr in Österreich, da wird es wahrscheinlich etwas weniger werden. Na gut, leisten könnten Sie es aber schon, sie weiter zu verschenken. Sie haben im letzten Jahr 560 Millionen Euro Nettogewinn gemacht. Das stimmt, das haben wir allerdings gemacht, auch im Ausland. Und das ist auch ein großer Unterschied. Österreich ist ein Tourismusland. Das heißt, Österreich ist viel mehr betroffen als Länder in Skandinavien, Deutschland und so weiter. Und das ist der große Unterschied. Wir haben das, was wir an Auslandsgästen verdient haben, haben wir in Österreich weiter investiert. Dieses Geld wird jetzt fehlen. Eine Frage noch zu einem anderen Thema. Es gibt eine Gesetzesnovelle, die jetzt vorliegt zum Telekommunikationsgesetz und danach sollen alle Telekom-Firmen verpflichtet werden, von allen Kunden alle Verbindungsdaten, Telefon, wo man angerufen hat, mit dem Handy, mit dem Festnetz, auch alle Internetadressen, die man angewählt hat, für 6 Monate zu speichern und auf Aufforderung an die Justiz weiterzugeben. Das ist sehr umstritten von Datenschützern, die sagen, ohne Verdachtsmomente müssen Sie das von allen Kunden speichern. Was sagen denn Sie da als Staatsbürger dazu? Das ist zweifach. Als Staatsbürger fühle ich mich da ein bisschen, dass das über Ziel geschossen ist, weil eigentlich diese Menge an Daten kann auch technisch kaum bewältigt werden. Ich glaube, dass da noch eine Verhandlungsrunde notwendig ist, natürlich unter Wahrung aller Interessen für die Sicherheit. Aber alle Daten 6 Monate, wenn man sich auch einmal verwählt, das ist ein bisschen zu viel. Kritiker sagen, dass Österreich da diese EU-Vorgabe, auf die sich die Regierung beruft, übererfüllt mit der derzeitigen Regelung, die da vorliegt. Sehen Sie das auch so? Es passiert uns oft, dass wir manche Vorgaben übererfüllen. Auch in diesem Fall? Das glaube ich auch, ja. Herr Schütz, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke Ihnen.